Ja, moin zusammen zum Jurypanel Innovation hier beim Filmfest Bremen. Innovation, wer das kleine Latinum hat, ist klar im Vorteil, kommt von innovare, erneuern. Und wenn man etwas erneuert, dann setzt das ja voraus, dass es vorher schon mal was gab, was Altes sozusagen. Also es ist schon mal was gemacht worden, jetzt wird es halt nochmal neu gemacht, aber eben vielleicht mit einer anderen Herangehensweise. Insofern ist sogar eigentlich dieser Preis, dieser Innovationspreis beim Filmfest Bremen eine Innovation als solche, denn Filmpreise gibt es viele, aber für Innovation eben nur hier bei uns. Es gibt im Prinzip gleich drei Preise, nämlich einmal für die visuelle und auch für die narrative Innovation, jeweils dotiert mit 1000 Euro, den stiftet die Landesmedienanstalt hier in Bremen. Und es gibt auch noch einen für die beste technische Innovation, der Preis wird gestiftet von Käfer. Und die drei, die entscheiden, wer diese Preise bekommt, die sind jetzt bei mir, die Jury. Moin. Schön, dass ihr da seid. Als da wären Almut Ghetto, sie ist Regisseurin und Drehbuchautorin. Ihre bekanntesten Filme, ich nenne jetzt mal drei stellvertretend, sind Fickende Fische, ganz nah bei dir und Der letzte Mensch mit Mario Adorf. Sie ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Max-Ophüls-Preis und hat auch in verschiedenen Fernsehserien Regie geführt, zum Beispiel bei Soko München. Moin Almut. Ursula von Keitz, sie ist Professorin für Filmforschung und Filmbildung an der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg. Außerdem ist sie Direktorin des In-Instituts Filmmuseum Potsdam. Richtig ausgesprochen, ne? Ja. Zuvor am Deutschen Filminstitut in Frankfurt gewesen, an den Unis Bonn und Konstanz, hat Literatur- und Filmwissenschaften studiert, sowie Philosophie in München und Regensburg. Außerdem hat sie schon als Produktionsassistentin, Lektorin und Redakteurin gearbeitet, also eine Menge Erfahrung. Herzlich willkommen. Und last but not least, Jan Asmus, er ist stellvertretender Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein, hat aber vorher schon lange Jahre bei der Nordmedia gearbeitet, also der Filmförderung von Bremen und Niedersachsen und hat promoviert, das hat mich beeindruckt, zur Identitätskonstruktion im europäischen Film an der Uni Lüneburg. Einer muss es ja machen. Moin Jan. So, fangen wir mal mit der einfachsten und vielleicht doch auch gleich kompliziertesten Frage an. Ursula, was ist für dich eine Innovation? Ist erstens mal ein sehr, sehr großer Begriff. Also jeder stellt sich da mords was vor. Ich meine, dass Innovation damit zusammenhängt, zunächst einmal nicht unbedingt nur mit neuen Techniken umzugehen, sondern auszureizen, bestes Beispiel früher Tonfilm, ja, ich bin ja Historikerin in erster Linie, Filmhistorikerin, da sozusagen alles auszureizen, was geht, zum Beispiel das Off zu erfinden, solche Sachen wie ein M. Das ist absolut innovativ damals gewesen. Das heißt, das, was sozusagen jetzt ästhetisch schon da ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem technischen Stand, den es gibt, auch nochmal dramaturgisch neu zu befragen vielleicht, daraus was zu machen, ästhetisch andere Reize zu setzen, gegebenenfalls sich da was einfallen zu lassen. Also es hat sehr viel mit Kreativität, Originalität zu tun, aber natürlich nie von einem Nullpunkt weg, sondern das aufzugreifen, mit dem zu spielen, was schon da ist und dem was Neues abzugewinnen. Das hat für mich einen stark innovativen Sinn, stark innovativen Charakter. Almut, wie ist es bei dir? Also ich habe ja auch eine Karriere als Dozentin und Professorin hinter mir und ich versuche meinen Studierenden immer beizubringen, dass man die besten Filme macht, wenn man die Regeln kennt, um sie dann zu brechen und sozusagen durch das Brechen von Regeln was Neues zu schaffen. Und ich habe für mich Innovation so definiert, dass ich gesagt habe, ich gucke nach Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe. Das ist dann ein Film, wo ich sage, der ist für mich preiswürdig, ja. Also was Neues machen, was ausprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht scheitert. Ne? Also es gibt ja auch ein paar experimentale Filme, die ja genau ne, in so eine Richtung gehen, dass sie gar nicht wissen, ob da am Ende rauskommt, was sie sich überlegt haben. Und das macht es aber halt so spannend. Ne? Wer sich nichts traut, der schafft nichts Neues, sage ich immer. Du sagst Regeln brechen, das finde ich ganz interessant. Es gibt also schon sowas wie ein Regelwerk beim Film, ja, so ein Grundregelwerk. Ja, also Film ist natürlich auch ganz viel Handwerk. Also ne, wenn man sein Handwerk nicht kann, dann kann man seine Ideen ja nicht umsetzen. Also das Handwerk muss man erlernen. Es gibt Leute, die denken, es geht auch ohne, aber ich glaube, es geht nicht ohne. Ich glaube, Handwerk ist tatsächlich wichtig. Aber eben nur, wenn man die Regeln kennt und versteht, was wie wirkt. Also was für einen Effekt hat es auf den Zuschauer? Was erzähle ich zwischen den Zeilen? Nur wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich das erhalten, also das, was ich erzählen möchte, ohne die Regeln zu benutzen, die man zwangsläufig benutzen würde.
Und damit schafft man dann was Neues und das führt dann auch dazu, dass man als Zuschauer dann auch, oder ich dann da sehr gebannt hingucke, ja, weil ich denke, wow, okay, ja, und das überrascht mich dann und wenn mich ein Film überrascht, dann finde ich, ist er gelungen und noch gelungener ist er, wenn ich hinterher noch drüber nachdenke. Jan, wonach guckst du oder wonach suchst du, wenn du an Innovationen im Film denkst? Also es ist einerseits das, so das, was im ersten Moment so dieser Wow-Effekt ist vielleicht, das, was wir auch in der Juryarbeit mal festgestellt haben, dass man was guckt und sagt so, wow, ja, das habe ich, nochmal völlig neue Bilder, nochmal habe ich in so einer Erzählweise noch nicht gesehen oder total super montiert, irgendwie technisch oder so. Also das ist so dieser, wo es gleich Klick macht. Und dann gibt es aber durchaus auch so ein bisschen die, sag ich mal, die nachkommende Innovation, die man gar nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, die wir, glaube ich, auch so ein bisschen, wo es vielleicht an der Juryarbeit aus dem Gespräch und aus der Beschäftigung mit dem Projekt, mit dem Film heraus, sich irgendwie erst im Nachgang so, ja stimmt, irgendwie, jetzt wo das so ein bisschen nachsickert und ein bisschen, das ist schon irgendwie was Neues, was so ein bisschen aus dem Dialog danach und aus der Beschäftigung mit dem Projekt entsteht. Und das Spannende, vielleicht nochmal eine Ergänzung zu dir gerade, Almut, weil du die Regeln und sozusagen das Handwerkzeug erwähnt hast. Das Spannende ist, finde ich momentan ja auch, dass sich in den letzten Jahren dieser Werkzeugkasten ist ja so vielfältig und so groß geworden. Also wenn wir, also ich komme gerade aus der Kunsthalle und habe ein digitales Baby geboren und bin immer noch sehr emotional. Was ist es denn geworden? Ich weiß es nicht, es war ein bisschen undefinierbar. Okay. Also es hat kein Gesicht gehabt, aber Es trotzdem lieb. Es war so ein amorpher Wurm, aber ich hab mich schon wieder erkannt da drin. Also das sind ganz neue Handmöglichkeiten, also VR oder irgendwie auch die letzten Jahre mit 3D-Animationssachen und so. Das ist, also wir bewegen uns, wir haben bei uns in dem Innovationskatalog der Filme und Projekte ganz, ganz buntes Potpourri gehabt. Das war super spannend. Also ist natürlich auch eine Herausforderung dann, wie vergleicht man dann möglicherweise den wirklichen klassischen, vielleicht sogar noch auf Film gedrehten, hatten wir ja auch Film, der dann irgendwie auf 3 Minuten läuft über einer Stunde laufenden, sehr, sehr irgendwie ja, völlig losgelöst von irgendwelchen Narrationen, irgendwie VR möglicherweise. Es hat niemand gesagt, dass es leicht wird. Ne? Juryjob, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Du hast vom Wow-Effekt gesprochen, das ist ja aber im Endeffekt eine hohe Messlatte, ne? Weil ich denke mir, ich komme nicht aus der Filmbranche, aber ich denke mir, mein Gott, es wird so viel produziert, es ist so viel schon da gewesen, man hat so viel schon gesehen. Gibt es diesen Wow-Effekt überhaupt noch, dass man wirklich, gerade wenn man sich viel damit beschäftigt wie ihr, dass man wirklich am Ende mal sagt, das habe ich so noch nicht gesehen. Gibt es das überhaupt? Ja, ich gebe gleich weiter, aber für mich auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, einfach das Schöne, also das Schöne am Film und an den filmnahen Medien, es wird sich nicht auserzählen. Also das Leben schafft die Themen, also thematisch sowieso nicht, weil wir jeden Tag neue Themen haben. Wir haben jeden Tag neue Eindrücke, die verarbeitet werden können, neue Herangehensweisen, neue Perspektiven. Jeder mit seinem lebensweltlichen Kontext hat eine andere Herangehensweise. Also das ist, glaube ich, ein unerschöpfliches Möglichkeiten, irgendwas Innovatives zu machen. Und Innovation liegt ja manchmal auch im Auge des Betrachters. Also von daher nicht immer nur objektiv, irgendwie technisch, instrumental, sondern manchmal wirklich auch wie ich gesagt, im Nachgang, so im Rezeptionsprozess. Ursula, können es auch die kleinen Dinge sein, die überraschen? Auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt nochmal so zurück. Wir haben ja sehr viel gesichtet und erstmal alleine, ne, über normales Streaming, so jeder bei sich zu Hause, so mehr oder weniger auf dem Rechner. Und je nach Bildgröße auch unterschiedlich, das spielt eine große Rolle, weil wir haben ja jetzt nicht ein Kino zur Verfügung, wo wir ewig sitzen. So ungefähr manche Filme, die wir gesehen haben, sind ja auch nicht fürs Kino gemacht, wie wir wissen, auch gerade drüben jetzt Kunsthalle, mit den Installationen, aber auch mit einer Doppelprojektion 16 mm, ja, die ganz, ganz toll ist, die wir aber eben auch nicht live erleben konnten drüben, sondern eben auch das Ergebnis auf dem Rechner hatten dann. In unserem Streaming-Portal. Ja, ich denke, es ist immer natürlich abhängig, was Jan gerade schon sagte, vom Erfahrungshorizont. Was man tatsächlich als innovativ betrachtet, wie kleinteilig es sein kann, deine Frage zielte ja genau da drauf. Ich gucke schon so, wenn ich eine Exposition anschaue, die ja beim Kurzfilm logischerweise eher kurz ist oder auch bei einer kurzen Animation oder so, ja, was ja das gängige Format für viele Animationsfilme ist, schon erstmal auf die erste Minute,
Und weil ich schon behaupte, dass, und da wird man eben dann auch vielfach überrascht, klassischerweise ist es ja so, dass der Film seine eigenen Regeln herstellt in der Exposition. Was ist möglich, was ist nicht möglich, daran entscheidet sich ein Genre in der Regel und so weiter. Und gerade bei vielen experimentelleren Dingen ist das eben gerade nicht so. Und das heißt, dieses Überraschungsmoment, wie du gerade sagtest, muss ja nicht unbedingt in den ersten Sekunden mit dem ersten Bild da sein, mit der ersten Einstellung, sondern das kann kommen. Und ich habe auch manches zweimal einfach mir angeschaut, weil ich dachte, ja, da entdecke ich dann doch was beim zweiten Gucken, wo ich erst gesagt habe, kenne ich schon, habe ich schon mal gesehen und so weiter und so weiter. Das heißt, diesen Filmen eine zweite Chance geben und dann erst zu sagen, ja, da kommt was, auch drüber nachdenken zwischendurch. Ist gerade auch bei so einer, ja, sage ich mal, nicht alltäglichen Sehsituation, wie wir es jetzt gerade für die Vorbereitung hatten, gerade um eine gute Entscheidung zu treffen, enorm wichtig, finde ich. Ja, und auch fair zu sein. Man kann auch seine geschmacklichen Sachen natürlich nicht immer rauslassen. Ne? Die sind natürlich immer mit da, die subjektiven Einstellungen, die man hat, die, wie gesagt, das Wissen, das Filmwissen, was man mitbringt, Erfahrungshorizonte und so weiter, spielt alles mit rein. Aber ich finde, es ist gerade für so eine Arbeit ganz wichtig, die man, soweit es geht, außen vor zu lassen, sondern sich wirklich mit einem frischen Auge, mit einem frischen Ohr an jeden einzelnen Film dran zu machen. Und das allein schon ist eine gute Übung, finde ich. Ja. Aber es geht ohne geschmackliche Vorstellung geht es ja klar. Wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja nicht die klassische Kategorie richtig oder falsch, gerade nicht bei der Innovation. Wie will man etwas als falsch oder schlecht einstufen, was es vorher so noch nicht gab? Ne? Das stelle ich mir schwierig vor. Almut, wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, weil wir natürlich morgen die Gewinnerin, den Gewinner oder die Gewinner noch küren wollen, aber wenn du mal das, was du gesehen hast, als Ganzes bewertest, gab es diese Wow-Effekte? Hattest du das Gefühl, boah, also sowas habe ich noch nicht gesehen oder irgendwie die Filmemacherinnen und Filmemacher, die sind auf einem guten Weg, da entsteht was? Definitiv, ja. Also ich bin nur ein bisschen drauf trainiert, dadurch, dass ich halt auch Regie unterrichte, suche ich immer tatsächlich auch nach Filmen, die was anders machen, damit ich die meinen Studierenden zeigen kann, insbesondere Filme, die eigentlich nicht so viel kosten und die also mit wenig viel schaffen. Und da gab es auch tatsächlich bei den Einreichungen das eine oder andere, wo ich gedacht habe, so okay, super, habe ich so noch nicht gesehen. Ob sich das dann immer bei meinen Kollegen durchsetzt, werden wir sehen. Ne? Das heißt, ihr seid noch im Prozess, ja? Wir sind noch im Prozess, genau. Wir behaupten das jetzt auf jeden Fall, dass wir noch im Prozess sind, damit es ein bisschen spannend bleibt. Aber ja, tatsächlich ist das so. Ich habe viel gesehen, wirklich viel gesehen, eben weil ich für die Studierenden immer auch neue Filme suche, die was können. Und trotzdem finde ich es immer wieder toll, dass man immer wieder was sieht, wo man sagt, das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist einfach toll. Und da, finde ich, haben wir eine Liste von Filmen, die werden auf jeden Fall verdiente Preisträger sein. Schön. Zeichnen sich denn, ja okay, bitte erstmal. Ja, einmal ganz vielleicht nochmal kurz eine Ergänzung zu dem, was Ursula gesagt hat. Was ich schön fand, also sprach es ja gerade an, dass man so sich nicht komplett freimachen kann, vielleicht von eigenen Präferenzen oder von eigenen filmischen Biografie, wie auch immer. Aber deswegen war es total spannend, dass wir aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. Das war eine super Zusammenstellung in der Jury, weil wir am Anfang, also wir haben natürlich irgendwie die Filmaufteilung gehabt und dann haben wir sozusagen erstmal geschaut, wer hat so seine Favoriten. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt, weil ich dachte, oh weia, wir liegen ganz schön weit auseinander. Da waren nicht wirklich viele Übereinstimmungen. Das fand ich aber gut. Also einerseits habe ich gedacht, oh Gott, das wird ein langer Prozess. Das werden lange Jury-Nächte dann irgendwie in Bremen. Das hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht. Aber ich habe mich eigentlich darauf gefreut, weil ich dachte, das ist eigentlich genau das, was eine Juryarbeit ausmacht. Eben nicht von vornherein zu wissen, sind eh alles gleicher Meinung, so, dann kann man eigentlich auch eines machen lassen, sondern das Interessante ist ja, wenn sich daraus ein Dialog und ein Prozess ergibt und man so, und das war wirklich spannend, weil sich das ergeben hat, dass man dann wirklich mit Projekten, wo wirklich nur ein Voting vorher drin war und die anderen gesagt haben vorher so, ach, nee, der hat mich echt nicht mitgenommen, das war so,
wo er dann aber aus dem Prozess auch eine Begeisterung sich entwickelt hat und sich nachher gesagt, ja, ich habe ihn nochmal angeguckt und du hast ihn auch nochmal angeguckt und ja, da ist wirklich was drin und ich habe mir den nochmal zum dritten Mal angeguckt und der wird immer besser und irgendwie und auf einmal, ja, da ist diese Dynamik aus diesem Scheint auch Spaß zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, 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 auf jeden Fall, macht ganz viel Spaß, also ganz viel Spaß gemacht, ja. Sind denn irgendwelche Trends erkennbar? Also geht das in bestimmte Richtungen, vielleicht vor allen Dingen im technischen Bereich irgendwie, wo wird gerade mit bestimmten Dingen ganz besonders viel experimentiert? Ich denke so vielleicht an Virtual Reality oder so. Soll ich kurz? Ich kann sonst, dann könnt ihr gleich ergänzen. Also ich glaube, also wir haben ein sehr, sehr, sehr buntes Angebot gehabt bei uns. Wir hatten 60 Filme, glaube ich, rund 59 Filme mit unterschiedlicher Länge und völlig, völlig heterogen. Also kann man, also wie gesagt, die VR-Installation, die ich gerade gemacht habe und dann aber auch, also völlig unterschiedlich, sodass ich jetzt aus den Filmen, die wir zu bewerten hatten, gar nicht sagen würde, dass sich da irgendeine Tendenz abzeichnet. Ich glaube grundsätzlich nicht. Und alles, was so Innovation ist, also klar gibt es natürlich immer Trends, die sich einfach, weil es möglich ist, erstmal so wie VR, da beschäftigen sich natürlich erstmal viele Leute mit VR, weil das erstmal ein Feld ist, da gibt es doch nicht so viel. Da ist, immer, ist es natürlich leichter, Innovation zu schaffen, weil eben noch nicht so viele Werke da sind. Ist natürlich leichter, als wenn ich das beim klassischen Film versuche. Das ist klar, deswegen findet da erstmal mehr statt. Aber das heißt nicht, dass ich... dass das unbedingt auch die besten Innovationen dann immer auch gleich sind. Ne? Es ist halt, ja. Ja, geht mir ähnlich. Ich bin natürlich jetzt so von unseren eigenen Debatten an der Schule, an der Hochschule, gerade im Bereich VR oder 360 Grad vorher, das jagt ja so eins durchs andere so durch, auch so ein bisschen sensibilisiert für die Debatten, die da laufen. Welche Chancen hat das? Wie aufwendig ist das? Dreht man mehr einen VR-Film oder ist es wirklich interaktiv, was ja dann ganz besonders aufwendig zu programmieren ist? Man braucht eine andere Strecke, man braucht andere Logiken. Wie schreibt sich das überhaupt? Das ist ein permanentes Thema bei uns auch in diesem Bereich. Und ich denke schon, dass das ein bisschen Äpfel und Birnen oder Äpfel und Hasen vergleichen gewesen ist. Insofern gebe ich Jan komplett recht. Es ist eine Bandbreite, die ist enorm. Gerade auch im Analogen, wenn du mitnimmst diese Doppelprojektion 16 mm, die zumindest aufgebaut war gestern, mit zwei Schwarz-Weiß-Filmen drin, ja, die in der Überblendbestrahlung dann auch zu so einem sehr, sehr schillernden Bild zusammenkommen dann. Das ist natürlich ein völlig anderes Format, als wenn ich mit der Brille irgendwie in 3D-Simulation was mache oder selber dann auch, wie du gerade und wie wir gestern, irgendein ulkiges Gebilde da gebäre, in Anführungszeichen. Das war mir so ein Wurm. Ich kann es auch verraten, unser sah aus wie so eine Mischung, ich habe gesagt, so aus Artischocke und irgendwie was anderem, also sehr pflanzlich eher. Nicht aber tierisch. Wir gehen heute nochmal hin und versuchen nochmal ein anderes Baby. Ja. Gesagt haben, wir geben dem nochmal eine Chance, weil Gute es technisch Idee. Eben auch ein bisschen gehakt hat gestern und heute läuft es, glaube ich, besser. Ja. Hieß es zumindest, weil das Brillendevice nicht so hundertprozentig war. Also wir sagen, ich gebe es wirklich auch nochmal so zurück, wie ich selber empfunden habe. Ich bin da ganz d'accord. Wir haben uns angenähert in so einem mehrfachen Zirkelprozess und was ich ganz toll finde, ist selber jetzt, auch nochmal aus der eigenen Situation heraus, man lernt auch die Argumente zu schärfen. Also es ist einfach so, wenn du sagst, du musst ja erstmal ausscheiden, scheiden, bis du zu den drei Letzten kommst, das ist einfach ein Annäherungsprozess, der schon mehrere Runden auch braucht, nicht nur Sichtungsrunden, finde ich, einzeln, sondern eben auch Gesprächsrunden. Und ich finde schon, das ist unglaublich, für mich unglaublich produktiv, Argumente schärfen zu können, dann auch nochmal, wenn es wirklich um die Letzten tollen Sachen geht, wo wir sagen, ja, deprimieren wir jetzt. Ihr nehmt auf jeden Fall eure Aufgabe wunderbar. Sehr ernst. Ja. Und tatsächlich muss man auch sagen, gerade weil diese Bandbreite der Einreichungen so groß war, also vom 3-minütigen Animationsfilm bis zum 90-minütigen Spielfilm, war es bei manchen Projekten zum Beispiel so, dass wir die toll fanden, dass wir die aber nicht zuordnen konnten, irgendeiner Kategorie. Also dass wir gesagt haben, das ist ein ganz großartiger Film, aber wir können ihm trotzdem keinen Preis geben. Weil wir ihn weder auf der Ebene noch auf der Ebene besonders herausheben können. Ja. Und das passiert dann natürlich auch. Ja, dass am Ende noch mehr Kategorien ausloben, allerdings vorher noch mehr Sponsoren suchen. Ja, so ungefähr sieht es aus. Obwohl ich sagen muss, tatsächlich, immer vielleicht habe ich mir das jetzt auch eingebildet, weil wir ja jetzt nicht alle von uns alles gesehen haben, weil wir ja jeder so eine kleine Vorauswahl gemacht hat, die dann der Rest auch gesehen hat.
Aber ich habe so, zumindest was das Erzählerische angeht, schon so gedacht, so dieses Near Future ist, glaube ich, zumindest inhaltlich ein Thema, was da so als Trend sich ein bisschen herauskristallisiert hat. Und ich fand auch das Politische im Privaten ist sowas, was man eigentlich auch in den unterschiedlichsten Projekten unterschiedlich wiedergefunden hat. Also insofern fand ich, war da schon so ein Mini-Trends, glaube ich, konnte man da schon entdecken. Ja. Du hast ja gesagt, dass du auch außerhalb deiner Rolle jetzt als Jurymitglied immer wieder nach Innovationen suchst. Warum ist es eigentlich so wichtig, Dinge neu und anders zu erzählen? Warum setzt man nicht auf Altbewährtes? Weil es hat sich ja eben bewährt. Naja, wir haben massig Leute, die Regie studieren und Kamera und weiß ich nicht und die alle auf den Markt streben und dieser Markt ist eigentlich gesättigt mit Menschen, die das, was man so allgemein macht, sehr gut können. Das heißt, wenn man also neu in diesen Markt will, muss man was anders machen. Das ist die einzige Chance, weil sonst konkurriert man ja als junger Filmschaffender mit so einem alten Hasen, der das schon 100.000 Mal gemacht hat. Also warum soll jemand sagen, ja, mach du das mal, wir haben keine Ahnung, was dabei rauskommt, statt auf den zu setzen, der das schon kann. Also zeige ich meinen Studierenden tatsächlich eben Sachen und sage, guck mal, man kann das auch so machen. Und es geht nicht nur darum zu reproduzieren, sondern was Eigenes zu produzieren. Also man nennt das dann Handschrift. Ja? Also ohne Handschrift ist es ganz schwer und so eine Handschrift muss man entwickeln. Das ist dann eben dieses, was passiert, wenn ich die Regeln kenne und ich sie persönlich breche und ich mache was anders wie andere, dann habe ich eine Handschrift. Mhm. Und diese Handschrift brauchst du, um dich dann da draußen durchzusetzen, weil es gibt so und so viele Kinos mit so und so vielen Leinwänden. Wir haben jetzt schon viel mehr Filme, als die Kinos zeigen können. Das heißt, wenn man sich irgendwie durchsetzen will, dann braucht man was, das sich dann Innovation nennt auf die eine oder andere Art. Man muss irgendwas besser können als andere oder anders machen als andere. Aber an welchem Punkt prallt dann die Innovation letztendlich doch auf, ich sag mal, die Wirtschaftlichkeit und auf kommerzielle Interessen? Also das ist jetzt ein großer Sprung, gedanklich, aber ich denke jetzt mal an Hollywood. Hollywood produziert eigentlich nur noch, zumindest so für mich jetzt als praktisch Nicht-Szene-Kenner, gefühlt Comic-Verfilmungen. Wenn eine Serie durch ist, die Schauspieler zu alt werden, fangen sie wieder von vorne an, weil das den sicheren kommerziellen Erfolg bringt. Alles andere kommt ja gar nicht erst an diese Stelle. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Also ich gebe dir da völlig recht, dass also gerade erzählerische innovative Projekte da, sag ich mal, in den letzten Jahren deutlich nachgelassen haben. Das hat sich verlagert eher in Richtung Streamer. Da finden, also gerade im seriellen Erzählen, finden da ganz viele innovative Erzählungen statt. Das hat sich die so dann auch Anklang finden. Die dann auch Anklang finden. Und deswegen sagte ich gerade, das ist eigentlich zu kurz gedacht, weil im Grunde genommen, also glaube ich dann, das auf jeden Fall auch sich ökonomisch auszahlt, wenn ich das eben mich damit auszeichne. Das ist eigentlich wie im Großen, was du gerade sagtest, bei dem kleinen Filmemacher. Na klar kannst du irgendwie versuchen, im klassischen Wege weiterzuarbeiten. Das ist vielleicht aber auch zu kurz gedacht. Also lange trägt das nicht. Also ich habe gerade daran gedacht, was ist so das Wichtige bei der Innovation? Ich habe so die Liebe zum Film ist vielleicht so ein bisschen wie so eine Liebe auch in der Partnerschaft. Da musst du auch immer ein bisschen, das darf ja auch nicht einschlafen, da muss man auch mal Abwechslung bringen. Und sonst wird es ja schnell langweilig. Und es hält natürlich länger, die Liebe zum Film, wenn man immer auch mal ein paar neue Sachen drin hat, ein paar neue Innovationen, damit es nicht einschläft und ja. Sind dann die Streaming-Dienste tatsächlich dann doch vielleicht mehr Segen als Fluch? Das wurde ja zumindest am Anfang immer so ein bisschen gegeneinander gestellt, das klassische Kino versus eben Streaming-Dienste. Es hieß immer, die machen letztendlich dann das Kino, das klassische Kino kaputt, aber wenn es dann doch im Prinzip eine Spielwiese ist, auf der sich dann junge Kreative auch austoben können, ist es ja vielleicht doch für was gut. Ja, vielleicht auch dazu, da ist die Debatte auch gerade bei uns im Ausbildungsbereich, im Studienbereich, kennst du auch natürlich, auch sehr, sehr stark im Brand, weil wir sehen, dass gerade zum Beispiel ein Anbieter wie Netflix total stoffhungrig ist. Das ist nämlich die andere Seite. Das heißt, es ist kein geschlossener Markt, der nur für die Amerikaner sozusagen die großen kommerziellen Einkünfte bietet, sondern die sind wahnsinnig offen. Es ist fast sowas wie ein, sage ich mal, einerseits ins Netz verlagertes Studiosystem, wenn man so bestimmte Handlungsweisen da anschaut, Praktiken. Auf der anderen Seite ist es aber gerade ein Öffnungsprozess. Und natürlich leiden die Kinos darunter, das ist ganz klar, weil dieser Zuspruch, wie wir ja alle wissen, eben auch gerade an ziemlich hohe Qualitätsware ziemlich gut ist. Da sind eine Menge Leute am Ruder, die ihr Zeug wirklich gut können, ihr Handwerk und ihre Vorstellungen auch sehr, sehr gut beherrschen, die Mittel beherrschen, die Stoffentwicklung ist sehr sorgsam und so weiter.
Und ich denke eher, dass es einen Trend gibt, den klassischen 90-Minüter zu hinterfragen. Ausnahme, wie du gesagt hast, ist natürlich der Blockbuster-Betrieb mit einer Superheldenverfilmung nach der anderen, den die Amerikaner so in den letzten Jahren so rauswerfen, für ein doch relativ junges Publikum. Also ich denke, es ist im Fluss, da ist kein Ende. Ich denke, da kannst du keine abschließende These dazu formulieren. Was wir nur merken, ist tatsächlich eine Öffnung. Und die andere Seite, gerade Stichwort Serienbeliebtheit, geht ja auch dahin, dass es andere Rezeptionsmuster sind. Dass ich sage, da ist jetzt nichts gesättigt mit 90 Minuten, geh raus und geh vielleicht in die Kneipe, so das Klassische, oder red drüber oder geh auch heim, wie auch immer, aus dem Kino raus, sondern es ist dieses Langschauen. Ohne dass ich jetzt gleich Binge-Watching sage dazu, aber diese Idee, sich länger auf Stoffe einzulassen, die noch dazu sehr komplex erzählt werden mit Zopfmusterprinzip und so weiter, das ist einfach da. Darf ich noch ein Wort sagen zum Thema Breite und Innovation? Also ich glaube, es gibt nach wie vor diesen Innovationswillen, aber auch vielleicht den Innovationsdruck, weil vieles von dem, was wir auch gesehen haben, Stichwort Kunsthalle, das ist ja ein anderer Ort, kommt ja aus der Kunst. Das heißt, da ist eine Tradition, die eigentlich Innovation stärker verlangt als Handwerktreue erstmal und dann brichst du die Regeln. Der Kunstkontext verlangt es eigentlich nach wie vor ganz, ganz stark, dass du innovativ bist, sonst hast du keine Chance, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, kritisiert zu werden, in der Galerie zu landen und so weiter. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es so breit war, weil wir eben auch uns an einen anderen Ort mal hinbegeben konnten mit den Installationen, mit, sage ich mal, Expanded-Formaten, die eben traditionell nicht im Kino auch stattfinden oder stattgefunden haben früher. Ich will noch was sagen zu dem tatsächlichen Vorteil, den die Streamer haben. Also diese Serien, diese Miniserien, 6 Folgen, 9 Folgen, 12 Folgen, die man dann am Stück guckt oder auch nicht am Stück guckt, aber gucken kann, wann man es gucken möchte. Die haben natürlich den Vorteil, dass man eben dadurch, dass man in der Zeitanteilung frei ist, dass man die überhaupt anfängt zu gucken. Ich habe früher bei Sendern gar nicht angefangen zu gucken, weil ich wusste, ich kann den dritten Teil wahrscheinlich gar nicht sehen oder den vierten oder den zweiten, da gucke ich erst gar nicht. Beim Streamer habe ich das nicht. Ich weiß, ich kann das immer gucken nach meinem eigenen Rhythmus. Und man kann natürlich viel, viel intensiver erzählen. Das kann man, was man in 90 Minuten nicht kann, das kann man da. Ja. Und das haben jetzt inzwischen alle für sich entdeckt. Und Netflix war da der Erste, aber die verlieren ja gerade Abonnenten ohne Ende, weil jetzt gibt es noch Sky, es gibt Amazon, ja, jetzt die Öffentlich-Rechtlichen produzieren inzwischen reine Webserien, ZDF Neo, ja, die haben das inzwischen alle für sich entdeckt. Die Mediathek wird immer größer, ja, und das wird es dem Kino immer schwerer machen, tatsächlich, auch wenn ich trotzdem glaube, dass Kino natürlich immer ein Event bleibt und vielleicht immer mehr ein Event wird. Und was die Amerikaner angeht, muss man auch sagen, das, was bei uns ankommt, ist ja nur ein kleiner Bruchteil von dem, was die Amerikaner produzieren. Also es gibt in Amerika auch einen ganz anderen Markt. Da gibt es Sachen, die gehen auch direkt auf DVD oder direkt zum Streamer oder direkt nur ins Web. Die kriegen wir gar nicht zu sehen. Also so Festivals wie Sundance zum Beispiel, da sieht man die Sachen, die wir hier nicht zu sehen kriegen. Und ich habe tatsächlich am Eröffnungsabend mich mit einer Produzentin unterhalten über einen meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich in Amerika gesehen habe, der für einen Oscar nominiert war. Der ist hier gar nicht aufgetaucht, dieser Film. Beziehungsweise wenn er aufgetaucht ist, hat es niemand mitgekriegt. Ja. Und das war zum Beispiel ein sehr innovativer Film, weil der Comic, inszenierte Dokumentarfilm, echtes dokumentarisches Material und Spielfilmebene miteinander verbunden hat. Und ich fand ihn ganz, ganz toll, diesen Film. Haben wir hier nicht gesehen. War sehr innovativ, zeige ich auch gerne meinen Studierenden. Ja? Also ich glaube, man muss gerade, was so ausländische Filme angeht, selber richtig sich auf die Suche machen. Und wir hatten uns gestern auch darüber unterhalten, dass sie ganz tolle Filme gesehen hat, als sie in der Jury war von einem osteuropäischen Festival, wo ich dann Lust hätte, mir die auch anzugucken, nach dem, was sie so erzählt hat. Aber ich habe gar keine Chance, die hier zu sehen. Es sei denn, ein Streamer kauft den irgendwann mal und dann kriege ich ihn zu sehen. Ne? Sind Wünsche offen geblieben? Vielleicht gar nicht so sehr jetzt im Angebot, was ihr jetzt hier gesichtet habt, im Rahmen des Filmfests, sondern grundsätzlich, wenn ihr an die Filmszene, an den Film als solcher, an Innovationen denkt, gibt es da was, ihr sagt, da, sowas würde ich gerne mal sehen, da warte ich auf irgendwie den großen Moment oder sind wir auf einem ganz guten Weg? Also wenn ich das wüsste, dann würde ich den Film selber machen. Also, ist ja klar, oder? Also was würde ich gerne sehen? Nee, das Spannende ist ja eben, was zu sehen, auf das ich selber nicht komme. Also wenn ich es mir wünschen würde, dann glaube ich, wenn ich mir was wünschen würde, kann der Gegenüber nur verlieren. Oder das Gegenüber. Es gibt ja diesen schönen Satz, ein Drehbuch, 10 Regisseure, 10 Filme. Ja?
Und deswegen, also wenn wir uns einen Film wünschen würden und würden diesen Wunsch formulieren und 10 verschiedene Personen würden diesen Wunsch umsetzen, wären wir wahrscheinlich sehr erstaunt, wie unterschiedlich die Ergebnisse wären. Ja, ja, da wäre es auch keine Innovation. Also wenn es jetzt um Überraschung im Sinne von Innovation geht, dann wäre es ja keine Innovation mehr. Wenn ich heute wüsste, womit ich mich gerne überraschen lassen würde, dann ist es ja so wie beim Geburtstagsgeschenk überrascht zu tun, obwohl ich weiß, was im Geschenk drin ist. Ja. Das ist ja, ja. Das kann auch von Vorteil sein, aber egal, wenn ich denke an die Weihnachtsgeschenke meiner Mutter. Nein, das war gemein. Ich habe ja auch mal überrascht. Du wusstest, dass es jetzt 10 Paar Socken ist, musst du es auch wieder überrascht tun. So, ach ja, Socken, toll. Ah, ey, Mensch, wie bist du darauf gekommen? Also, ich habe ja eingangs gesagt, dass nun das Filmfest Bremen, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht überprüft, aber zumindest eins der wenigen Filmfeste ist, die so einen Preis explizit ausloben. Da sind wir ja so ein bisschen, das ist ja eine Form von Förderung und Anerkennung, so müsste mehr getan werden für Innovation im Film über dieses Filmfest hinaus, damit sich noch mehr Leute raustrauen und was wagen. Das Filmfest selbst ist da einfach schon innovativ, muss man ja sagen. Also, nicht nur, weil es jetzt sozusagen auch einen Innovationspreis gibt und Projekte eingereicht werden können zu dem Thema Innovation, sondern das Filmfest selber ist ja an sich schon innovativ, weil es eben ganz andere Wege geht, weil auch Humor, ja, also Schwerpunkt Humor als eigenes Selbstverständnis des Filmfests ist ja auch, und Humor muss innovativ sein, ansonsten ist es auch langweilig. Also wenn Humor nicht innovativ ist und du nicht über was Neues lachen kannst, dann ist es ja nicht mehr lustig. Also wenn du den Witz zum 10. Mal gehört hast, dann brauchst du den, also Humor ist ja per se schon mal innovativ, deswegen passt eigentlich Innovation und das Filmfest Bremen und Humor in dieser Dreierkonstellation passt super zusammen. Ja. Wie geht es für euch jetzt hier noch weiter? Also ihr habt noch ein bisschen was vor euch an Diskussionen und an Austausch oder seid ihr... Also, ja, wir haben gestern Abend lang gesessen gestern Abend und sind da auch schon ein gutes Stück weitergekommen in einer gegenseitigen Überzeugung oder Nicht-Überzeugung. Also Es ist immer friedlich verlaufen, ja? Wir sind in den letzten Metern, würde ich sagen. Also, ja. Ja, und dann heißt es natürlich, Begründungen zu schreiben, wenn wir die 3 letzten dann haben, sozusagen, die Preisträgerfilme. Und dann machen wir uns eine schöne Zeit. Ja. Die Begründung hole ich mir dann bei der Preisverleihung am Sonntagabend ab. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich erstmal für eure Arbeit, dass ihr da seid und dass wir da jetzt gerade so entspannt drüber gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank und glückliches Händchen bei der Preisträgerinnen-Auswahl. Im Kontext von Danke, also was ja immer so ein bisschen schwierig ist, man kann jetzt irgendwie 3 Filme aussuchen und 60 waren jetzt irgendwie eingereicht, also das ist natürlich auch so stellvertretend jetzt für uns auch nochmal ein Dankeschön an alle Filmemacher, die natürlich die Filme eingereicht haben, weil es finde ich, ich bin da sehr... ich finde, das ist ein Geschenk, so das gucken zu können, dass es eingereicht wurde, zu sagen, diesen Schritt ist ja auch ein schwieriger Schritt, ja, das irgendwie einer Bewertung hinzugeben, das eigene Projekt. Also von daher bin ich selber auch dankbar, dass man das machen konnte und von daher würde ich den Dank auch gerne nochmal an die Filmemacher weitergeben, die überhaupt diese Einreichung gemacht haben. Alle 57 oder 56, die dann eben nicht ausgezeichnet werden, vor allen Dingen. Und also soll sich auf keinen Fall als Verliererin oder Verlierer fühlen. Das ist genau der Punkt, das ist eine Auszeichnung. Das ist natürlich, genau. Genau, ja, das ist sicherlich ein ganz schöner Ansporn, ein ganz schöner Satz, dass diejenigen, die dann am Ende leer ausgehen, nicht das Gefühl haben, irgendwie, es hätte sich nicht gelohnt oder sowas. Gesehen worden sind sie ja trotzdem. Von euch sowieso und vom Publikum genauso. Also nochmal, ganz herzlichen Dank für diese Runde und wir sehen uns dann bei der Preisverleihung wieder. Dankeschön. Dankeschön.